Ein ehemaliger Treffpunkt, insbesondere für Jugendliche, ist diese kleine Hütte mit einem traumhaften Blick über den Ort. Hier kann man also auch bei schlechterem Wetter ausharren und gucken, was im Ort alles so passiert. Von hier hat man die Kirche und die Dorfstraße vortrefflich im Blick. Man kann dann hier direkt weiter in den Wald gehen, was bei hohen Temperaturen natürlich für Linderung sorgt. Im Schatten ist es schön kühl, aber ich habe erfahren, das hier war so der Treffpunkt für die Jugendlichen, wenn man auch so ein bisschen seine Ruhe, aber dennoch den Überblick haben wollte. Ich finde noch super interessant, oben drüber ist eine Storch abgebildet. Das finde ich halt so als Hingucker ganz witzig. Es gibt Bänke zum Hinsetzen, ist über Stufen zu erreichen, das heißt nicht rollstuhlfahrergerecht. Und hier noch ein Hinweis, Abfall, wenn man sich hier aufhält, das kann man also wieder mitnehmen, damit andere den Ort genauso schön vorfinden, wie wir das gerade taten. Hey, und weil es so perfekt ist, hier nochmal ein Blick über das Dörflein mit dem Abenteuerspielplatz, mit den Rundwanderwegen, auch auf der anderen Seite des Ortes. Und man hat hier natürlich auch einen Blick in den oberen Bereich, den man auch erkunden möchte, wenn man in Sieber im Harz ist. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.